Alex, erste Frage an dich. Wie war der Team-Event mit Bier und Chips? Hast du es richtig genossen? Ich muss gestehen, dass ich ihn mir wirklich angeschaut habe. Und er hat eigentlich alle Erwartungen erfüllt, muss man sagen. Na, Spaß beiseite, es war eigentlich traurig, dass quasi der erste Event dann in Lenzerheide der war. Und nach den Tagen davor war das ein bisschen kurios. Marcel und Bernd, für euch, wir haben das besprochen letzte Woche, als wir nur zu dritt waren, bezüglich dem FIS-Reglement, dass man im Weltcup-Finale nichts anpassen darf. Die beiden haben ordentlich Kritik daran geübt. Noch kurz ein Statement von euch. Wie steht ihr zu dieser FIS-Regel? Ja, ihr kennt ja meine Meinung zum Teambewerb oder zu diesem Sie- und Er-Bewerb. Von mir aus gesehen, oder darf man den am letzten Tag so als Gaudi noch machen? Aber es müsste halt einfach so sein, oder, dass man ihn streichen kann, wenn noch wichtige Einzelbewerbe ausstehen. Nur, man hätte auf der Lenzerheide, da mussten so viele Einzelbewerbe gestrichen werden, dass man ja dann am Freitag wieder die Diskussion gehabt hätte, wenn man jetzt diesen Teamwerb hätte streichen können, welche Einzeldisziplin, dass man jetzt nachholt. Holt man jetzt die Abfahrt nach oder holt man einen Super-G nach? Also das hätte ganz sicher auch zu Diskussionen geführt. Also ich glaube auch, Marcel, das hätte man vorher vor allem klären müssen. Auf die Idee hätte man ja auch vorher kommen können, dass das Reglement seit, keine Ahnung, also seit Jahrzehnten so ist. Das ist eigentlich bekannt und das hätte man im Vorfeld klären müssen. Jetzt haben sich ja die Schweizer aufgeregt. Wenn es andersrum gewesen wäre und das zugunsten der Schweizer ausgegangen wäre, hätten sich wahrscheinlich dann die Franzosen aufgeregt. Also ich glaube, prinzipiell musst du daran mal rangehen, dass du sagst, also die gewisse Flexibilität beim Weltcup-Finale musst du noch haben, um einfach dann auch noch wie im normalen Weltcup das hin und her schieben zu können. Also das muss man einfach machen, gerade in einer Situation, wo es ja wirklich um was ging. Also wenn es Larifari ist, dann kannst du sagen, gut, dann fahrt es halt nicht mehr. Aber in dem Fall ging es ja seit vielen Jahren endlich mal wieder um was, dass gerade in diesen beiden Disziplinen Entscheidungen noch fallen konnten, mit Blick auf den Gesamtweltcup. Und dann ist natürlich extrem bitter, wenn du dann mit so einem Wapplerrennen daherkommst und zuvor die Entscheidungen einfach nicht fahren kannst. Aber das hätte man vorher machen müssen. Da war es jetzt natürlich vor Ort zu spät. Gut, der Andi hat sich ja sicherlich gefreut, weil er hat die Wette gegen den Marcel gewonnen. Ja gut, auf diese Art und Weise eine Wette zu gewinnen ist nie so schön. Aber wie schon gesagt, es gibt sicher immer Diskussionen, weil die eine oder die andere Nation benachteiligt oder bevorteilt ist. Aber dafür hat man ja einen FIS-Renndirektor. Dafür hat man auch einen FIS-Delegierten, die dann bei der Mannschaftsführersitzung einfach entscheiden, was zu entscheiden ist. Und die da nicht nach links und nach rechts schauen und egal welche Interessen dann auch verletzen. Also war sicher keine Werbung für den alpinen Skirennsport und nicht vor allem nicht für die FIS. Marcel, du warst ja vor Ort. Uns interessiert natürlich das Thema Pistenzoff, das da entstanden ist. Du hast das ja auf deinem Medium einen Blick entsprechend gebracht eigentlich. Dann ging es nicht lange, bis sich Swishy entschuldigt hat für die Aussagen des Trainers. Was ist da wirklich dran? Ja gut, ich war mega im Präparationsteam dabei. Noch habe ich im Vorfeld die Grundpräparation für die Piste gelegt und ich habe auch nicht beobachtet, wie diese Grundpräparation gemacht wurde. Aber es haben mir jetzt einfach sehr viele Trainer unabhängig voneinander bestätigt, dass man dort ganz einfach zu spät mit der Grundpräparation dieser Piste angefangen hat. Also man müsste ja im Idealfall, müsste man das 2 Monate zuvor machen und offenbar oder hat man sehr, sehr viel später damit begonnen. Noch dazu, das war vor allem der Kritikpunkt von Österreichs Trainer Sepp Brunner, hat man offensichtlich mit viel zu wenig Wasser gearbeitet. Und auch noch etwas, angeblich war das so, oder dass da 2 Wochen vor dem Rennen noch Touristen die Piste runterfahren konnten.
Und das ist dem Ganzen natürlich auch nicht förderlich. Und was ein bisschen untergegangen ist, es hat ja diesen Pistenzoff schon ungefähr 3 Wochen vor dem Weltcup-Finale gegeben. Es war ja so, dass die Schweizer Riesenslalomfahrer nach der missglückten Weltmeisterschaft in Cortina auf der Lenzer Heide sich riesentrainieren wollten vor dem Abflug nach Bansko. Und die Piste war damals unfahrbar. Damals hat man es noch mit dem Sahara-Staub entschuldigen können, oder der die Piste angeblich so beeinträchtigt hat. Jetzt war halt der viele Neuschnee schuld. Aber was ich schon mal klarstellen müsste, ich habe im ORF-Radio zwar eine sehr lustige, aber eine falsche Meldung von einem Moderator gehört, oder, der irgendwie während der Riesenslalom-Übertragung gesagt hat, wenn man den Streckenarbeitern auf der Lenzer Heide zuschaut, kommt man zum Schluss, dass die im Homeoffice arbeiten. Das ist natürlich gaga, oder? Also die haben alles gegeben, oder? Die Pistenarbeiter. Aber der Fehler ist offenbar im Vorfeld passiert. Alex, hätten wir in Österreich Rennen gesehen? Speedrennen? Schwierig, ganz schwierige Frage. Die Österreicher sind natürlich der Meinung, dass das in Saalbach oder wo auch immer in Österreich nicht passiert wäre. Aber natürlich, es ist eine relativ schwierige Diskussion. Aber die Lenzer Heide ist ja ein bewährter Schauplatz vom Finale von Rennen. Es sind offenbar Fehler passiert. Die können Österreichern logischerweise auch passieren. Ob sie jetzt denen auch passiert werden. Ich glaube schon, dass wir in Österreich um diese Jahreszeit Rennen gehabt hätten, unter den Voraussetzungen, glaube ich, in dem Fall schon. Ja. Ich muss dir trotzdem kurz in die Parade fahren. Ich erinnere an die Weltcuprennen, die technischen Bewerbe, die Saalbach im Dezember 2018 von Val d'Isère übernommen hat, wo unser Leukmeier ja zweimal Zweiter wurde. Und da hat Manuel Feller mit Saalbach-Werbung auf dem Kopf damals die Piste vernichtet. Und sie war damals sicher auch nicht besser, als sie jetzt auf der Lenzer Heide beim Riesenslalom war, wo ja auch Marco Odermatt deutliche Worte dafür gefunden hat. Ich sage einfach, das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Das OK auf der Lenzer Heide ist komplett neu. Da sind junge, dynamische Leute dabei, mit Ausnahme vom Präsidenten, der schon ein bisschen betagter ist. Aber die haben alle nicht so wahnsinnig viel Erfahrung. Und deshalb bin ich auch der Meinung, dass man dort, man hat ja genügend Know-how, was Pistenpräparation anbelangt in der Schweiz, dass man ein bisschen von dem Know-how vom Berner Oberland nach Graubünden verschieben sollte, sprich, dass man den Hans Bieren dort einsetzt, der ja immer wieder bewiesen hat, oder in Adelboden, dass er unter den schlechtesten Voraussetzungen eine Top-Piste hingekriegt hat. Und man sollte meines Erachtens Hans Bieren nicht nur bei den Rennen auf der Lenzer Heide oder in der Lenzer Heide hinzufügen. Man müsste ihn auch gleich oder für die Rennen in Grau-Montana buchen, wo ja Lara Gut vor ein paar Wochen auch deutliche Worte gefunden hat zur Pistenpräparation. Liegt das an Marcel jetzt alles im Endeffekt daran, dass die miteinander nicht können? Das ist ein Fakt, der mich jetzt ehrlich gesagt auch gewundert hat. Ich habe nämlich die Geschichte bei dir auch gelesen vor Bansko mit dem Riesenslalom, dass sie angereist sind, die Schweizer, und dann wieder abgereist sind, weil sie dort nicht trainieren konnten. Also ein kleiner Warnschuss war ja bereits da, ja, auch Schweiz intern. Und deswegen war ich ehrlich gesagt extrem verwundert, dass es dann 3 Wochen später immer noch nicht besser geworden ist. Sind da die Animositäten auch so im Endeffekt, dass die sagen, nee, also Graubünden, Berner Oberland, Hans Bieren zu teuer, wir sind junge Leute, keine Ahnung. Ist das tatsächlich auch so? Weil gerade Pisten in der Schweiz dieses Jahr, wie du auch mit völlig richtig mit Grau-Montana angemerkt hast, ja untypischerweise nicht besonders waren.
Ja, es ist so. Es sind natürlich, oder die Walliser in Grau-Montana sind sehr stolz, Bündner sind sehr stolz. Man sagt, die haben sehr ausgeprägte Dickschädel, wie wir Berner Oberländer zugegebenermaßen übrigens auch. Und das ist klar, oder? Da glaubt natürlich jeder, oder, dass er das selber drauf hat, dass er die Weisheit selber mit den Löffeln gefressen hat und dass sich die Bündner dann denken, uns Bieren brauchen wir nicht, wir können das selber. Das war offenbar so. Aber Urs Lehmann hat selber gesagt, nach dem Riesenslalom am Samstag, dass er ganz klar der Meinung ist, wenn man bei allen anderen Rennen in der Schweiz abseits vom Berner Oberland einen Schritt nach vorne machen will bezüglich der Pistenpräparierung, dann muss man darüber reden, einen Hans Biern zu verpflichten. Man hat den ja übrigens auch, Hans Biern wurde verpflichtet jetzt für die Freestyle-Weltmeisterschaft. Oder er musste 2014 in Sochi musste die Halfpipe bei den Snowboardern retten. Wo er, glaube ich, extra für die 2 Tonnen Salz eingeflogen hat. Ja, das war das, deswegen, also das Know-how ist in der Schweiz vorhanden. Das war das, was mich extrem verwundert hat. Ich behaupte, wir haben den Messi unter den Pistenpräparateuren mit Hans Biern. Es gibt keinen besseren. Oder vielleicht zu seinem Äußeren würde vielleicht besser passen, wir haben den Thomas Müller unter den Pistenpräparateuren. Der steht auch oft in der Kritik. Ja, aber im Endeffekt, da liefert der trotzdem immer ab. Ja, ja, genau, ja. Das ist ja nicht das Gleiche. Obwohl mir ja nicht das als Holländer schwerfällt, das einzugestehen. Es ist wenigstens schön, dass du nicht sagst, wir haben den Robben der Pistenpräparation. Marcel, du hast vorher gesagt, eben der Marco Odermatt hat es ja angesprochen in diversen Interviews, seinen Unmut über die Piste. Mich würde mal von den anderen interessieren, wie habt ihr das als Nicht-Schweizer aufgefasst, dass er so eine Aussage macht bei einem Heimrennen, bei so einem wichtigen Rennen auch noch dazu? Ist das ein Moment, wo er das lieber einfach nicht hätte raushauen sollen? Also ich habe vollstes Verständnis in der Emotion und angesichts der Lage ist das, glaube ich, durchaus okay, wenn man seine Emotionen da vielleicht nicht ganz im Griff hat. Extrem wichtige Phase. Er hat da auf einmal gerochen, dass da sehr viel gehen könnte in der Woche und dann passiert sowas. Also ich habe ehrlich gesagt, natürlich wieder jetzt nicht sonderlich stolz sein, aber ich glaube, es war berechtigt und es war durchaus verständlich, was er da gesagt hat. Fand ich jetzt also ehrlich gesagt auch. Für mich ist es... Ja, sag nur Bernd. Ja, nee, mach. Also ich habe nur in der Hinsicht Verständnis, dass es einfach um sehr viel gegangen ist. Ansonsten hält sich meine Begeisterung über solche Aussagen sehr in Grenzen. Skifahren ist ein Outdoor-Sport. Es können auch schlechte Bedingungen herrschen. Und mir geht immer ein bisschen auf die Nerven, dass die Herren Weltklasse und Damen Weltklasse Rennläufer immer bei Top-Bedingungen trainieren. Sobald da ein bisschen eine Spur im Lauf ist, wird gleich umgesteckt oder wird gleich alles rausgerutscht. Und wenn es dann einmal ein bisschen schwieriger ist oder unberechenbarer, dann wird gleich drauf losgeschimpft. Und ich habe dafür wenig Verständnis, muss ich sagen. Ich habe im Endeffekt das Gefühl gehabt, da lagen die Nerven dann blank irgendwie. Ne? Also der hatte seine 2 Rennen, seine 2 Chancen nicht mehr gehabt um den Gesamtweltcup. Es sprach ja doch sehr viel für ihn. Und dann lagen die Nerven, dann war er halt im Endeffekt nervlich matt, ja, und dann ging ihm der Gaul durch, das kam dann auch noch dazu, er wusste im Endeffekt, er kann es eigentlich fast nicht mehr gewinnen, und ich sehe es aber wieder, Andi, dass man das dann immer auf andere schiebt, und Menschen, die Jahrzehnte sich im Freien bewegen, dann, ich sag mal, auf das schwächste Glied gehen, ja, und das schwächste, sind die Pistenarbeiter. Und dass man die dann da hinstellt, das finde ich auch schwierig. Ja, Kritik ist angebracht, ist angemessen.
Aber vielleicht sollte man dann doch das eine oder andere Mal erst denken und dann sprechen. Das wäre vielleicht auch eine ganz gute Idee. Also da muss ich jetzt natürlich doch eine Lanze brechen für den Marco, weil erstens hat er nicht die fleißigen Streckenarbeiter attackiert. Auch er hat ganz klar, oder die Grundpräparation oder die Art und Weise, wie diese Piste entstanden ist, hat er kritisiert. Und der war ja nicht der einzige Rennfahrer, der das gemacht hat. Und ich wüsste nicht, oder warum, dass man das nicht sagen sollte, nur weil das Rennen jetzt in der Heimat war. Ich habe vorhin gesagt, Manuel Feller hat 2018 auch die Saalbacher kritisiert, obwohl er von denen sogar gesponsert wird. Weil ich jetzt bin der Meinung, oder jetzt nicht mehr, aber ich bin der Meinung, oder nur wenn man Dinge auch mal in der Öffentlichkeit deutlich anspricht, oder dann verbessern sie sich, weil wenn er das irgendwie intern sagt, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt meines Erachtens einfach sehr, sehr groß, dass das Ganze dann wieder verpufft. Und ich meine, selbst der Gino Caviezel, der auf der Lenzer Heide lebt, hat gesagt, oder, dass das halt einfach nicht optimal war, was die Präparation dieser Piste anbelangt. Und das schönste Statement kommt von Justin Murisier. Ich habe ihn angesprochen, was sagst du zur Piste? Und dann sagt er mit seinem wunderschönen französischen Akzent: Weißt du, Marcel, ich habe in der Schule gelernt, dass man immer die Wahrheit sagen soll. Im Weltcup habe ich dann gelernt, dass man aus politischen Gründen manchmal nicht die Wahrheit sagen soll. Und deshalb lüge ich jetzt und sage, die Piste war super. Ich verstehe dich, Marcel. Ich möchte aber einen Vergleich ziehen zu Lara Gut-Berami. Wenn sie sowas Ähnliches sagt, dann hauen alle auf sie ein, habe ich das Gefühl. Aber nein, bei Marco, der kann sich das doch eh erlauben, weil er einfach noch der sympathische Marco ist. Es stimmt doch nicht, was du sagst. Wir haben, glaube ich, gerade in der vorletzten Sendung sind wir alle zum Schluss gekommen, dass wir an Lara schätzen, dass sie sagt, was sie denkt. Ich glaube auch, oder was Gramontana anbelangt, habe ich, glaube ich, so gesagt. Sag mir, wenn es falsch ist. Du hast das gesagt, das ist richtig. Eben, ich sage allgemein, oder? Die mediale Berichterstattung und auch, da wird einfach dann direkt auf die Lara, jetzt vielleicht nicht in dem Fall du, aber sie wird kritisiert und bei Marco schweigt man das wie ein bisschen tot, im Sinn von, man sagt einfach, was er berichtet hat. Aber man lässt es dann gut sein. Ich glaube aber die Art und Weise, wie es Lara gesagt hat damals, war schon eine etwas andere, also da muss man dem Marcel recht geben, das war schon eine etwas andere als von Marco oder Matt jetzt. Also das war von der Tonalität her doch deutlich anders, als es jetzt bei Marco oder Matt der Fall gewesen ist. Und die Situation war, fand ich jetzt dementsprechend auch gar nicht so angemessen. Ja, sie hat sich, und bei ihr fällt es halt auf, dass sie sich wiederholt und immer wieder wiederholt und immer und häufig die Fehler auch bei anderen sucht. Sie spricht so offen an, das ist gut, ja, aber sie hat halt manchmal auch eine Art und Weise, über die man diskutieren kann. Das war natürlich bei Odermatt schon anders, wobei ich dabei bleibe, er kann das ansprechen, er muss gucken, wie er es anspricht und es wäre vielleicht der bessere Weg, wenn man es erst intern klärt und danach möglicherweise in der Öffentlichkeit. Ich bin eben der Meinung, es wurde ja im Vorfeld, wurde das ja intern angesprochen, oder nach diesem Flop vor den Bansko-Rennen. Und passiert ist genau gar nichts. Okay. Und dann kann ich dann schon nachvollziehen, oder, dass du dann halt irgendwann einmal in der Öffentlichkeit deinem Ärger freien Lauf lässt. Und ich muss auch sagen, er hat es ja wirklich, ganz klar gesagt, mit ich bin nicht gut Ski gefahren und mit Alexi Panturo hat ganz klar der Bessere gewonnen. Er hat das ganz klar betont, dass der Panturo halt im Gegensatz zu ihm eben für alle Bedingungen Lösungen findet. Also ich finde, Marco hat alles richtig gemacht in dem Fall. Denkt ihr, dass die Schweizer Riesenslalom-Truppe sich so ein bisschen selbst intern, ich glaube, Marcel, du kannst es am besten beurteilen, haben die sich intern so ein bisschen angestachelt, dass jetzt die Verhältnisse schlecht sind? Weil es gab auch Bilder nach der Besichtigung, wo sie unten so kopfschüttelnd auf die Piste gezeigt haben. Haben sie einfach das Mindset für die Bedingungen, die jetzt halt einfach so waren, nicht gefunden? Gut, die sind natürlich schon vorbelastet auf die Lenzer Heide gegangen. Eben nach diesem ganzen Flop, oder der vor Bansko passiert ist. Ich meine,
wenn so etwas, wäre ja bei uns Journalisten genau dasselbe. Wenn wir bei einer WM-Hauptprobe sind und es funktioniert weder das Internet und das Pressezentrum ist nicht geheizt, vor lauter Kälte stürzt der Laptop ab, dann geht man schon mal, oder, mit einem schlechten Gefühl dann im Jahr danach zur WM. Und wenn man dann sich ins Pressezentrum reinsetzt und das Internet funktioniert wieder nicht und es ist immer noch so kalt drin, dass der Laptop abstürzt, dann würden wir natürlich auch sagen, ja klar, die können es halt einfach nicht besser. Oder? Aber Alex, denkst du, das Mindset mit eurer ÖSV-Psychologin, die wäre doch nie so gekommen, dass ihr euch da vielleicht so gegenseitig ein bisschen blockiert hättet, aufgestachelt hättet? Die Vorgeschichte, die der Marcel gesagt hat, erklärt das natürlich schon. Unsere Wunderpsychologin, die würde ich mit dem Hans Bierenzirker gleichsetzen, vom Standing her. Na, also ich weiß, es ist, im Prinzip ist es der Vorgeschichte, glaube ich, geschuldet, wie der Marcel gesagt hat. Unsere sind im Moment mit dem Sudern, wie man in Österreich sagt, Sudern heißt beschweren und quasi ranzen. Das haben sie relativ gut im Griff, muss man sagen. Ja. Ich muss noch kurz was zu dieser Wunderpsychologin muss ich loswerden. Okay. Ich hab ja eine Geschichte gemacht, oder? Wie Toni Giger, seines Zeichens Sportdirektor beim ÖSV, die als Schlüsselfigur für diesen österreichischen WM-Erfolg dargestellt hat. Und dann ruft mich ein Trainer an, ich nenne jetzt seinen Namen nicht, ich sage nur so viel, er hat auch mal in der Schweiz gearbeitet. Und dann sagt er, du Marcel, ich habe deinen Artikel gelesen und ich muss dir sagen, der Giger erzählt einen Blödsinn. Es hat noch nie ein Athlet hat einen Kontakt gehabt zu dieser Psychologin und die Trainer, die bei ihr ein Seminar gemacht hätten, hätten alle gesagt, das war grottenschlecht. Also so viel zu Gigas Wunderpsychologin. Marcel, so, du hast den Zauber genommen. Ja, genau. Die Illusion ist weg. Das habe ich so an sich. Ich glaube, die auf der Lenzer Heide behaupten auch, dass ich den Zauber weggenommen habe. Der Entzauberer vom Blick. Ja. Oder? Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Ja. Darf ich noch ein bisschen bei Marco und Bentiro bleiben? Ist das für euch okay? Weil mich würde noch interessieren, Marco ist noch jung, ich stelle es nur in den Raum. Muss Marco ein bisschen aufpassen, dass er kein Fahrer wird, der in den wichtigen Rennen nicht abliefert? Also nein, also definitiv meiner Meinung nach nicht, weil viel zu jung, viel zu gut, viel zu viel Klasse hat, dass das nicht zwangsläufig passieren wird. Also diese Chance, also dramatischer wäre es gewesen, wenn es zum Beispiel der Pantoro heuer wieder nicht geschafft hätte. Das hätte ihn dann wahrscheinlich endgültig gebrochen. Aber mehr oder weniger, der Marco ist ja relativ überraschend dann noch in diese Position gekommen und hätte eigentlich, wie man so schön sagt, nur gewinnen können. Es wird ihn natürlich anzipfen, er wird seine Lehren ziehen, aber es wird ihn keinesfalls annähernd brechen. Also, dass Marco Odermatt definitiv kein mentales Problem hast, worauf du ja anspielst, belegt ja die Tatsache, wie stark, dass er reagiert hat auf die für ihn sicherlich enttäuschende WM. Er ist zurückgekommen, war in Banskovid am Podium, hat dann Salbach in überragender Manier den Super-G gewonnen, Kranz Kagora Riesenslalom in grandioser Manier gewonnen. Und wenn man auch so mit seiner Mentaltrainerin spricht, dann ist der Marco ein Meister darin, dass er in allem Negativen ganz schnell positive Schlüsse rauszieht und deshalb Misserfolge ganz, ganz schnell abhaken kann. Und deshalb könnt ihr euch alle da in Italien und in Österreich und Deutschland, weiß ich nicht, ob die nächstes Jahr überhaupt teilnehmen,
Aber könnt euch alle sehr, sehr warm anziehen also im nächsten Winter. Ich glaube, Bernd, du bist schon gesetzt im Teambewerb beim nächsten Weltcup-Finale. Ja, auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall. Die unsere Lieblingsdisziplin. Zusammen mit Stefanie Müller. Das wäre natürlich im Single-Mix-Wettbewerb, ja. Der Single-Mix-Wettbewerb beim Kommentieren wäre ja etwas, was man gerne mal ausprobieren könnte, ja. Das wäre so wie das Rodeln, Doppelsitzer rückwärts. Nein. Ich habe schon gedacht, die Claudia Schiffer kommt jetzt wieder ins Spiel. Ja, nein, aber der Single, also dass wir nächstes Jahr nicht an den Start gehen, ist vage. Dann kannst du das Mikrofon ein bisschen nach vorne nehmen. Ja. Dass wir nächstes Jahr nicht an den Start gehen, ist wage, ist mutig. Jogi Löw tritt zurück, vielleicht kommt er zum Ski. Also wir warten mal ab, gell? Und wir schauen doch mal. Der Teamwettbewerb ist eine deutsche Disziplin. Da sind wir stark. Gut, Andi, du noch Abschluss zu meiner Frage mit Marco. Der Mann, der die großen Rennen besiegt. Ich glaube, der Marco oder Matt ist 23 Jahre jung. Der hat heuer unglaublich wertvolle Erfahrungen gesammelt und ich bin überzeugt, dass der den Gesamtweltcup 3, 4, 5 Mal gewinnen kann und auch gewinnen wird. Trotz harter Konkurrenz, ob das Kilde ist, ob das der Blacky Schwarz sein kann, ob das ein anderer, der auch die nächsten 1, 2 Jahre wie aus dem Nichts hervorgeschossen kommt. Aber ich glaube, der Marco Odermatt bringt alles mit und hat heuer wirklich sehr gute und wertvolle Erfahrungen gesammelt. Also ich entschuldige mich, dass ich euch solche Fragen stelle, aber sonst ist mir einfach zu viel Harmonie drin. Deshalb muss ich manchmal sowas reinwerfen bei euch. Denkt ihr, beim Panther ist jetzt so eine Art Genugtuung da? Oder wird der nächstes Jahr auch wieder da vorne mitfahren, Bernd? Also Sättigung willst du sagen. Genugtuung hat er sicher. Sättigung. Sättigung wäre gut. Das hat er das erste Mal gewonnen, ist er gleich satt. Ich glaube, das entspricht jetzt, glaube ich, nicht so hundertprozentig seiner Mentalität. Ja. Nico Rosberg, oder? Ja, genau. Nico Rosberg. Na, ich glaube, wenn du gesehen hast, wie der auch im Slalom jetzt nochmal angegriffen hat da am Sonntag, das war ja schon relativ erstaunlich, dass du nach so einer Nacht, nach so einem Doppeltriumph mit Geburtstag, mit allem drum und dran, dass du am Sonntag dann doch nochmal draufpackst, ja, und dich irgendwie da entspannt den Berg runterfährst, das spricht auch, glaube ich, schon so ein bisschen dafür, wie er das Ganze sieht, wie er das Ganze nimmt und dass er jetzt nicht sagt, okay, ich habe es einmal gewonnen, Haken dran und das reicht mir jetzt, sondern ich glaube schon, dass seine Herangehensweise jetzt schon sein wird, das Duell nochmal aufzunehmen und der erste ist immer der schönste Sieg, aber ich glaube, der wichtigste ist, das zu bestätigen, und die Kugel, und ich glaube schon, dass es einem Alexi Pöntero da noch das Bernd, fehlt. Du musst das machen. Ja, ich habe es aber ganz nah dran, ich spreche. Genau. Nimm's ja fast schon. Nee, das Problem ist, dass es die ganze Zeit kratzt. Ja, das ist, weil ich so einen extremen Bartwuchs habe. Ich habe mich gerade von einer Stunde rasiert. Es wächst so schnell nach. Und du bist das neue Gillette-Testimonial. Genau, nach Gillette, Thomas Müller. Gillette, hoi. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ja, aber ich finde es trotzdem, ich glaube trotzdem, dass er sich deswegen nicht zurücksetzt und sagt, das reicht mir. Also der hat noch viele Sachen zu gewinnen, Olympische Spiele und eine Medaille auch in einer anderen Disziplin als die Kombination, eine Goldmedaille. Also ich glaube, da geht noch was. Ich glaube nicht, dass es reicht. Aber Andi, er ist nicht mehr der Top-Favorit für nächstes Jahr, oder schon? Das ist schwierig zu sagen. Also wie gesagt, es kann eine Angelegenheit für 4, 5 werden. Man weiß nie, wie es ist mit den Verletzungen, die auch immer eine große Rolle spielen. Und wer sich gerade in welcher Disziplin verletzt, weil dann hat man auf einmal die Chancen, mehr Punkte zu machen. Deswegen, also ich glaube nicht, dass er satt ist. Ich glaube, der will noch 2, 3 gute Jahre hinbringen. Die Qualitäten hat er. Und vielleicht ist auch eines seiner Ziele, ich glaube, es fehlt ihm noch ein Sieg in der Abfahrt. Vielleicht ist auch das ein Thema auf bestimmten Strecken. Und deswegen, ich glaube, es wird ein schönes oder kann ein schönes Duell werden. Was mich natürlich stört, ist, dass die FIS es wieder fertiggebracht hat, im nächstjährigen Rennkalender das
eklatante Ungleichgewicht zwischen Speed und technischen Disziplinen nicht in den Griff zu bekommen oder nicht in den Griff bekommen zu wollen. Das ist natürlich sehr schade für Leute wie Dominik Baris, wie Bert Voits, Vince Griechmeier und auch Matthias Mayer. Jetzt muss man aber schon auch mal sagen, wir tun immer so, wie wenn die FIS ein unabhängiges Gremium wäre. Die FIS ist, alle Landesverbände sitzen in der FIS. Wir haben Hochkaräter dort im Vorstand wie Urs Lehmann und Peter Schröcksnadel. Und die auch immer wieder selber mit dem Finger auf die FIS zeigen. Aber eben, sie sind ja selber mittendrin statt nur dabei. Übrigens auch euer Italiener. Ja, natürlich, da gebe ich dir schon recht. Nur das Alpin-Komitee, wo, wie du gesagt hast, auch der Bernhard Russi drin ist, als ehemaliger Abfahrer. Nicht? Und ich habe absolut kein Verständnis, dass die nicht verstehen wollen, dass es nicht, es braucht ja nicht 14, 22 sein, aber lass es 16, 19 sein. Aber es sind, wie vorhin, wie du vorhin gesagt hast, es sind viele betagte Herren dabei und wenig Jüngere, die vielleicht andere Ansichten hätten. In meiner Sicht wird über kurz oder lang die Speed-Disziplinen, ich will nicht sagen aussterben, aber es wird, also ich sehe keine große Zukunft, warum ein junger Mann heute soll sich dazu durchringen, Speed-Fahrer zu werden, wenn ich auf der anderen Seite viel mehr Möglichkeiten habe. Ich gebe dir absolut recht. Ich finde die Entwicklung auch oder erschreckend. Und was ich nie verstehe, dass man beispielsweise im Januar, der beispielsweise wie gemacht wäre für den Abfahrtsport, dass man dort eigentlich so wenige Abfahrten hat. Und den Salomonat da reinfährt. Ja, oder? Und vor allem, man weiß ja, oder? Gerade im Februar, März, oder? Ist es von den Bedingungen her so schwierig, oder? In regulärer Manier eine Abfahrt durchzubringen. Deshalb verstehe ich nicht, dass man im Januar nicht viel mehr auf die Abfahrt setzt. Was sagen die Athleten eigentlich dazu? Was sagen die Athleten denn? Warum kommt denn da von der Athletenseite nichts? Weil da müsste ja normalerweise auch ein bisschen was kommen, oder? Dass die Athleten mal sich auf die Hinterbeine stellen und sagen, Freunde, so geht das nicht. Das ist ein Ungleichgewicht, bei den Frauen genauso. Also da sieht es ja ähnlich aus. Da hast du als Speedfahrer keine Chance, den Gesamtweltcup zu gewinnen. Das ist seit Jahren so. Die Athleten sagen jetzt alle nichts mehr, weil du ja vorhin gesagt hast, dass man Dinge nur noch intern ansprechen sollte. Das habe ich ja heute erst gesagt. Aber du weißt, die hängen dir so an den Lippen. Oder? Da wird jetzt keiner mehr. Nein, das wurde ja in den letzten Wochen meiner Meinung nach, oder haben die Athleten das in der Öffentlichkeit ja sehr wohl thematisiert und angeprangert. Aber gehört werden sie halt auch nicht, gell? Lasst uns dieses Thema in die Off-Season, gut, wir sind jetzt schon drin, aber lasst uns dieses Thema für den Sommer oder Frühling für eine Ausgabe aufsparen. Weil eines von diesen drei Fernsehstationen, bei denen ich Skirennen schaue, hat ein Rücktrittsgerücht um Manfred Mölk gestreut. Andi, weißt du da mehr? Was ist da dran? Das wäre jetzt wirklich eine Sensation, wenn der schon aufhören würde. Ja, das muss man echt sagen. Ja, Breaking News. Also die ARD hatte einen Brennpunkt vorbereitet, muss ich sagen. Ja, die ARD hatte einen Brennpunkt vorbereitet. Und es sind auch sehr viele Experten schon im Vorfeld angefragt worden. Also dass Manfred Mölk zurücktritt, das hat also... Aber selbst Jens Spahn wusste nichts davon. Ja, gut. Deswegen eben langer Rede, kurzer Sinn oder umgekehrt. Also Manfred Mölk wird zu 100% weitermachen. Auch Giuliano Razzoli wird weitermachen. Also die Verjüngung, die strikte Verjüngung im italienischen Slalom-Team wird noch nicht rigoros über die Bühne gehen. Der Manni kommt ja von einer schweren Knieverletzung, hat es heuer sehr gut gemacht, wird sich wahrscheinlich auf den Slalom konzentrieren. Und also wir werden den Manni Mölk auch das nächste Jahr noch im Skiweltcup sehen. Und die Brignone? Natürlich auch. Es gab da vielleicht einen,
kleinen, ich will nicht sagen Zickenkrieg, aber sie gehört ja mit der Vasina und mit der Goggia, dieser sogenannten Elite-Gruppe, an. Bei ihr lief es heuer nicht so selbstverständlich gut wie oder außergewöhnlich gut wie im Vorjahr. Vielleicht hat sie ein bisschen darunter gelitten, dass die Vasina eine Kugel geholt hat, dass auch Goggia eine Kugel geholt hat. Und sie hat dann beim Finale halt gesagt, sie könnte sich auch vorstellen, in Zukunft alleine zu trainieren, in einem Privatteam mit ihrem Bruder, was angesichts des Erfolges dieser sogenannten Elite-Gruppe der letzten 3 Jahre aber sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Lassen wir mal die Gemüter ein bisschen abkühlen, lassen wir sie jetzt in die Pause gehen und dann werden sie wieder von Neuem starten und auch nächstes Jahr wieder für große Furore sorgen. Bernd, die Saison von Henrik Kristoffersen, wie schätzt du diese ein? Ich meine, es war eine WM-Medaille da, es war ein Weltcup-Sieger dabei, es war einfach nicht das, was wir vielleicht von ihm erhofft hätten, aber wie schätzt du das ein? Also die Saison von Henrik Kristoffersen erinnert so ein bisschen an das Impfdebakel in Deutschland. Ja, man hat sich das versucht, irgendwie schön zu reden, aber so richtig schön reden kannst du es, glaube ich, nicht. Und er hat ja, wenn du ihn so ein bisschen beobachtet hast, der ist ja teilweise nur ein Schatten seiner selbst gewesen bei bestimmten Verhältnissen, wo einfach der Ski wohl nicht funktioniert hat, wo das Setup nicht funktioniert hat, wo sie Riesenprobleme hatten. Auf anderen Verhältnissen ist er wieder viel besser gegangen. Also für ihn, glaube ich, extrem frustrierend, trotz aller Erfolge, die er hatte, glaube ich, trotzdem extrem frustrierend, weil er sich ja auch so die Chance ausgerechnet hat, jetzt um den Gesamtweltcup, um die Disziplinenweltcups, um Goldmedaillen und so weiter zu fahren. Und bin mir jetzt gar nicht sicher, ob er vielleicht nicht auch mal den Weg gehen wird, das Material zu wechseln, keine Ahnung, weil da wird sich jetzt sicherlich auch ein bisschen was tun jetzt noch nach der Saison. Aber ich glaube, von der Einschätzung her ist das für Kristoffersen wirklich eine richtig, sagen wir mal, salopp formuliert eine Kacksaison. Nicken bei allen. Gut, Marcel, bevor ich dich springen lasse, möchte ich noch ganz schön auf die Nationenwertung zu sprechen kommen. Da möchte ich zuerst dem Alex das Wort geben. Und zwar, ich droppe einfach mal rein. Ist die Schweiz wirklich die Skination Nummer 1? Ist das einfach nur an den Punkten zu messen? Oder müssen da auch noch andere Faktoren berücksichtigt werden, wie zum Beispiel mehr Kristallkugeln, mehr WM-Gold? Und bei den Herren gab es ja auch mehr Siege und Podestplätze. Ich gebe dir eine Steilvorlage für Österreich. Na, derzeit ganz klar, also ganz klar vielleicht nicht, aber die Schweiz hat die Österreicher da überholt im Laufe der Jahre und das verdient, es wurde gute Arbeit geleistet. Wenn wir gerade bei Rücktritten sind, es verabschiedet sich ja auch unser Verbandspräsident, der Peter Schröcksnadel, hört er auf nach 3 Jahrzehnten, was ja auch eigentlich historisch ist. Es wurde ihm eigentlich eine schöne Saison als Abschiedsgeschenk gebracht. Insofern kann er, glaube ich, relativ, zwar nicht als Nummer 1, aber relativ zufrieden in die Pension gehen. Sein Nachfolger wird der Michi Walchhofer werden, zu einem sehr hohen Prozentsatz. Aber ich glaube, dass wir nicht aussichtslos auf Platz 2 liegen, sondern dass das relativ, relativ schnell sich wieder drehen könnte. Alex, kannst du nicht ein bisschen, weil das ist so harmonisch wieder, kannst du nicht ein bisschen, ja, Österreich ist eigentlich die Nummer 1, so mal ja, in diese Richtung gehen? Es ist Darf schwierig. Ich dir da eine Meinung aufzwingen? Meine Meinung ist, dass von den Persönlichkeiten her haben wir nach wie vor überraschend viele Stars jetzt. Aber die Breite ist in der Schweiz mittlerweile größer. Und das ist der Unterschied im Moment. Deswegen tue ich mir da schwer, der Tabelle, man sagt ja immer, die Tabelle lügt nicht, zu widersprechen. Marcel, ist die Breite in der Schweiz größer? Weil es haben ja mehrere Österreicher Punkte geholt als Schweizer, also in der Anzahl von Athleten. Nein, ich sehe da nicht eine viel größere Breite. Also wenn ich jetzt sehe, beispielsweise, wenn ich jetzt nebeneinander legt, beispielsweise das Slalom-Team
Da haben die Österreicher mittlerweile mindestens so viele Podest- und Top-10-Fahrer oder sogar mehr als wir in der Schweiz. Sie haben im Riesenslalom jetzt schon wieder extrem aufgeholt und in der Abfahrt haben sie Kriechmeier, sie haben Matthias Meyer. Bei uns lebt es im Speed nach wie in der Abfahrt nach wie vor stark von Beat Völz. Wir haben auch viele verloren im Verlauf von dem Winter, muss man auch sagen. Mauro Gawietzl war sehr, sehr stark drauf bis zu seinem Trainingssturz im Januar. Urs Krienbühl war zweimal auf dem Podium vor seinem schweren Sturz in Kitzbühel. Aber zuletzt hatten wir in den Abfahrten oder vor allem Völz und Odermatt und viel mehr war da nicht. Also ich sehe da keine sehr viel größere Breite in Österreich. Aber eben, für mich ist der Skisport ein Einzelsport. Und deshalb interessiert mich eigentlich der Nationencup nicht im geringsten. Mich interessiert, wer die WM-Medaillen holt, mit Ausnahme vom Teambewerb. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert, wer die Kugeln holt. Aber das heißt ja eigentlich, dann wäre Österreich die Nummer 1, weil sie mehr Kugeln und mehr WM-Goldmedaillen haben. Aber wenn du das so nicht sagen willst, weil dich das nicht so interessiert. Aber gemäß deiner Aussage misst du daran. Die Nummer 1 von dem Winter ist Alexi Pantro vor Marco Odermatt. Oder? Und Beat Völz ist die Nummer 1 in der Abfahrt. Und Vincent Kriechmeier ist die Nummer 1 im Super-G. Und Marco Schwarz die Nummer 1 im Slalom. Gut, Marcel, wir werden jetzt wechseln und den Abschluss noch den letzten paar Minuten den Frauen widmen. Ich glaube, das ist dein Stichwort, dass du ich wollte gerade sagen, dann bin ich raus. Gehen kannst. Dann bin ich raus. Gendern aller Blick. Ja. Marcel, danke dir. Wir hören uns. Viel Spaß. Hat Spaß gemacht mit euch. Macht's gut. Papa. Tschüss. Servus. Bitte. Bitte. Also, jetzt ist der Masse nicht mehr da. Trotzdem ist Schweiz nochmal das Thema. Es tut mir leid, aber wir Schweiz haben einfach die Geschichten geschrieben am Weltcup-Finale. Lara Gut-Berami, die einfach nach 3 Toren abschwingt. Wer glaubt ihr das mit der Müdigkeit? Vor allem, weil wir ja noch nach den Stürzen in Val di Fassa alle gesagt haben, da erwarten wir einfach mehr und die dürfen gar nicht müde sein und das ist gar nicht vom müde sein. Wie schätzt die Situation bei der Lara? Nehmt ihr das ab? Da sind wir jetzt genau bei der Geschichte, wieso der Marco Odermatt da noch relativ mit Samthandschuhen angegriffen wird und wieso bei der Lara das halt mittlerweile einfach Gewohnheit ist. Es sind einfach die Häufigkeiten an eher seltsamen Aktionen, die es dann ausmachen. Ob ich ihr die persönlich abnehme, die Aktion, das glaube ich, weiß sie nicht einmal selber, wieso sie das wirklich gemacht hat. Insofern tue ich mir da auch schwer. Bernd? Ich habe lange gerätselt, was da der Hintergrund sein könnte. Ich war eher beim Thema Verweigern, Zeichen setzen, stiller Protest irgendwie so am Anfang. Ich habe dann die ganzen Meldungen ja gehört, Müdigkeit, es hatte nichts mit der Piste zu tun, Angst vor einer Verletzung. Wenn das alles stimmt, frage ich mich, warum ist sie aus dem Starthaus rausgefahren? Also wenn sie müde ist, Angst vor einer Verletzung hat, die Strecke hat sich nach der Besichtigung sicherlich nicht dramatisch verändert im Vergleich zum Rennen dann 2 Stunden später. Schwer nachzuvollziehen. Aber wie der Alex sagt, es ist bei ihr halt das Problem. Wenn sie etwas macht, wird es anders bewertet, gerade und insbesondere in der Schweiz, als wenn es andere Schweizer machen. Von daher glaube ich auch die Kritik im Allgemeinen an dieser Aktion überzogen. Aber fragwürdig bleibt es auf alle Fälle. Andi? Ich gebe dem Alex recht, ich gebe dem Bernd recht. Ich glaube, es war eine Kurzschlussreaktion. Also sie ist noch rausgestartet, hat angeschoben und eineinhalb Sekunden später war nichts mehr. Also ich glaube, das war total Kurzschluss. Wer die Läufe diese Saison bei den Damen immer schön beendet hat und wer vor allem so
bestechend war, ist die Kathi Liensberger. Alex, hat keinen Ausfall gehabt im Weltcup, im Slalom, oder? Die hat das einfach komplett durchgezogen und also irgendwann in der Saison, sogar der Schwarz ist mal rausgefahren. Also irgendwo, das geht doch gar nicht, dass man jeden Slalom ins Ziel bringt und dann immer ums Podest rumfährt oder auf dem Podest steht sogar. Für mich, trotz dieser allen unglaublichen Geschichten, die sie gegeben hat, für mich ist die Geschichte von der Kathi Liensberger aus österreichischer Sicht und vielleicht sogar international gesehen, für mich die beeindruckendste in diesem Winter. Wenn man sich kurz zurückbeamt an den Anfang des Winters, war es eigentlich unvorstellbar, dass da irgendjemand in diesen Zweikampf im Slalom eingreift. Also das war eigentlich nicht einmal theoretisch möglich. Und dass die das da so durchzieht, wie du sagst, und dann auch bei der WM noch als Doppelweltmeisterin da, vor allem wie in die Art und Weise, wie sie da beim Finale in den wichtigsten Rennen gefahren ist, bei der WM und beim Finale, ist für mich unglaublich. Wir sind ja schon in den letzten Sendungen relativ viel darauf eingegangen über ihre mentale Stärke und dass das eben auch jetzt mit ihrem Material, wo sie eigentlich weg wollte, und jetzt hochzufrieden ist, sich in Wohlgefallen aufgelöst hat. Aber dass sie da das so durchzieht, ist für mich die Geschichte des Winters eigentlich. Was denkt ihr, Bernd und Andi? Ist es, weil die Liensberger so viele Schritte nach vorne gemacht hat? Oder ist es, weil vielleicht eine Wülhova und eine Schifrin eher ein bisschen vom Niveau zurückgefallen sind im Slalom? So, Schifrin, glaube ich, etwas schwierig in dieser ganzen Saison zu sehen, glaube ich, für sie selbst persönlich auch, war sicherlich nicht das, was sie sich erhofft hatte. Was mich erstaunt hat bei Schifrin, ist, dass sie vor allen Dingen in zweiten Läufen mit guten Ausgangspositionen immer wieder mal Nerven gezeigt hat, das nicht abrufen konnte, wie sie eigentlich normalerweise früher die Art und Weise, wie sie die Rennen dominiert hat, gerade in zweiten Durchgängen als Führende nach dem ersten Lauf. Da ist ihr, weiß ich jetzt nicht, ob dir in der Psyche irgendwas da was passiert ist, aber die Ausgangslage war ja im Vergleich zu früher auch nicht anders. Und die Geschichte von Liensberger finde ich jetzt auch, muss man auch nochmal sagen, eine, die ja fast vom Rauschmiss stand bei den Österreichern, die jetzt also wirklich eine der aufregendsten und bemerkenswertesten Karrieren und Saisonen hingelegt hat, die man in den letzten Jahren eigentlich gesehen hat, im internationalen Frauenrennsport. Ja. Das ist eine Geschichte, die fast ein bisschen untergegangen ist im Zuge auch des Willowa-Hypes und der Fragestellung, was macht gerade Michaela Schifrin und wie trauert sie immer noch und was geht gerade in ihr vor. Also das ist sicherlich, da hat der Alex völlig recht, eine Nummer, die so außergewöhnlich ist, dass es schade ist, dass sie hinten ein bisschen runtergefallen ist. Andi, siehst du es? Ich glaube auch. Also die Liensberger kann dem Schricksnadel bis an ihr Lebensende jedes Jahr ein Wellness-Wochenende oder 6 Karton Wein schicken, damit, weil er es imstande war, sie davon rumzukriegen, nicht zu Kästle zu wechseln, weil sonst wäre die Liensberger sicher irgendwie untergegangen. Und oder sie wäre letztes Jahr schon zu solchen Erfolgen gekommen. Nein, ausgeschlossen. Nie im Leben. Und deswegen, dass sie bei Rossignol geblieben ist, ist, glaube ich, da hat alles angefangen, dass sie ein großes Talent war und noch immer ist, brauchen wir ja nicht zu diskutieren. Ich glaube, wie der Bernd richtig gesagt hatte, für die Schifrin war es eine spezielle Saison, immer noch mit der Geschichte um ihren Vater. Und die Wülhova, die hat halt auch 31 Rennen bestritten, hat kein einziges ausgelassen, glaube ich. Und von dem her hatte es die Liensberger natürlich ein bisschen leichter, weil die sich auf Riesen und Slalom konzentriert hat. Und die andere ist halt trotzdem 5 Disziplinen gefahren. Und das hat sich auch im Laufe der Saison ab und zu gezeigt, dass da nicht mehr die absolute Lockerheit war. Und sie ab und zu auch mit Kopf fahren musste, um wertvolle Punkte für die Gesamtwertung zu sammeln. Wird die Gesamtwertung nächstes Jahr bei den Damen, wird die noch umkämpfter, weil jetzt einfach mit der Liensberger so viele Punkte aus 2 Disziplinen zusammenkommen, weil halt eben vielleicht eine Schifrin nicht mehr auf diesem Top-Level ist oder weil sie das Mindset nicht hingekriegt hat, weil auch noch 2 Schweizerinnen dazukommen.
Die Brignone war ja auch, hat Kugel gewonnen letztes Jahr. Denkt ihr, das wird bei den Damen noch viel enger im Gesamtweltcup und vielleicht noch viel spannender als bei den Herren? Also ich glaube schon. Es kann die Vlhová wieder gewinnen, es kann die Lienzberger gewinnen, es kann die Brignone, die Gorgia, wenn sie gesund bleibt, die Schifrin wird sich das auch nicht, wird sicher nicht schlechter. Michelle Gysin ist auch eine formidable, vielseitige Athletin. Also ich glaube, bei den Damen wird es einen faszinierenden Kampf geben. Wobei ich bin ehrlich gesagt doch auf die Herren gespannt. Also wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, aber wie der Marco oder macht diese Rolle, weil er wird ganz sicher als Top-Favorit gehandelt werden über den Spätsommer und Herbst. Da bin ich mir sicher, bei Toro hin und her. Bin ich sehr gespannt, wie er mit der Rolle umgeht. Christoffersen haben wir vorher kurz geredet. Eigentlich war ja das logische Duell nach Hirscher Christoffersen gegen Bernd Thoreau vom Henrik, haben wir da überhaupt nichts gesehen, in Wahrheit die letzten zwei Saisonen jetzt vergleichsweise. Das heißt, ja, ihr habt zu Recht, dass bei den Damen wahrscheinlich sehr spannend wird, aber ich glaube auch, dass bei den Herren ziemlich tricky werden kann. Ich habe noch eine Abschlussfrage, dann sind wir durch. Was habt ihr eigentlich alle gegen Kästle? Was ist das? Nur weil die da jetzt mit der Liensberger hat es nicht geklappt, beim Noga läuft es nicht, beim Graf läuft es glaube ich auch nicht. Ja, aber die waren ja auch mal top. Gut, hast es gut gesagt. Du hast es gut gesagt. Ja. Die waren mal top. Denen fehlt das jahrelange Know-how jetzt von der Entwicklung. Denen fehlen, ich will nicht sagen 20 Jahre, aber sicher 10 Jahre. Und das sind die nie imstande aufzuholen innerhalb, sage ich mal, ein paar Monaten, eines Sommers, eines Winters. Und die haben keine Chance gegen die renommierten Skifirmen, mit denen da auf einer Ebene zu konkurrieren. Gut, ich lasse es so stehen. Ihr seid nicht begeistert. Ich wollte ihnen eine Chance geben. Ich sehe es nicht so schlimm, aber ja.